Herzlich willkommen zum Maintaler Geldkongress. Beginnen wir mal mit dem ersten Punkt, und zwar mit dem chinesisch-indisch-afrikanischen System, der sogenannten Kauri-Muschel. Und das ist hier ein System, wo die meisten sagen, Kauri-Muschel noch nie gehört, und es klingt ja auch erstmal sehr mysteriös. Wie kann man überhaupt eine Muschel als Geldsystem machen? Aber die Chinesen, Inder hatten das vor 3000 Jahren bereits gezeigt, dass es funktioniert. Man hatte Vertrauen in diese Muscheln, weil sie waren halt relativ fälschungssicher, man konnte sie gut transportieren. Es gab keinen Zins, es gab dadurch auch keine Inflation. Über Jahrhunderte, Jahrtausende kann man sagen, hat das sauber funktioniert gehabt und hat diese Reiche auch geschaffen gehabt. Man hat langfristig recht gleichmäßigen Lebensstandard gehabt. Armut und Multimillionäre sind zumindest nicht überliefert gewesen. Und von der Seite her kann auch so eine einfache Muschel ein System sein, was uns alle vorwärts bringt. Wir gehen mal zum ägyptischen Reich und schauen mal an, was die Geheimnisse des ägyptischen Geldes sind. Denn auch das Geldsystem hat es sehr, sehr lange gegeben. Weit über 1000 Jahre hat es funktioniert gehabt. Und das ägyptische Reich, wissen wir auch, wie das funktioniert hat. Es war relativ wohlhabend für die damaligen Mächte, sehr interessant, viel gebaut, viel Kulturleistungen gebracht. Und vielleicht sehen wir hier auch einen Zusammenhang mit dem Geldsystem. Und die Ägypter haben ein spezielles Geldsystem gehabt. Für den nationalen Handel hatten sie Silber gehabt. Das hat sich damals eben schon verbreitet und war natürlich auch ein Thema, was alle gut gebrauchen konnten. Und man hatte aber für den lokalen Handel hatte man den Ostraker gehabt. Ostraker, auch ein interessanter Name, und hatte eine Besonderheit. Denn dieser Ostraker hatte ein Geld gehabt, das auf Porzellanmünzen oder auf Porzellan praktisch niedergeschrieben gewesen ist und eine Verbindung hatte zum Getreide. Jetzt denkt man, das ist ja wertlos, was soll ich damit? Aber so wusste jeder, mit der Summe X kann ich dort zum Beispiel 10 Kilo Weizen abholen und weiß, mein Einkommen ist gesichert. Der Punkt war aber gewesen, dass es einen Verlust hatte, was man erstmal denkt, auch totaler Blödsinn. Aber in den Getreidespeichern gab es halt regelmäßig Schwund. Einmal durch Ungeziefer, so mal was verschimmelt. Richtigen Abstieg hat es dann gegeben bei den Ägyptern, als dann die Römer ins Land gekommen sind. Denn die Römer haben gesagt, das gefällt uns eigentlich ganz gut, das Land. Es war damals deutlich reicher als das alte Rom. Und die Kornkammer Roms war ja Ägypten gewesen. Und die haben dann ein neues Geldsystem eingeführt, aus Rom praktisch römische Münzen mit einem Zins hinterlegt. Und der Gewinn des Zinsertrages blieb ja nicht in Ägypten, sondern er lief nach Rom. Und so hat es das einst mächtige Ägypten es geschafft, innerhalb von 30 Jahren von der Weltbühne abzutreten. Und ich glaube, sie sind heute immer noch nicht viel weiter gekommen. Und das ist halt ein trauriger Abstieg, den man hier mal ganz fest mit dem Geldsystem auch in Verbindung bringen kann, wie es so rabiat schnell funktioniert, dass ein Land einen Abstieg einplant. Die Leute, die Geld hatten über den Zins, haben davon profitiert. Die Verlierer waren die Leute, die eben Zinsen zahlen mussten. Und so gab es in sehr kurzer Zeit eine wahnsinnige Diskrepanz im Einkommen. Und diese Diskrepanz kann man heute gar nicht glauben. Ganz Rom gehörte zum Beispiel nur 10 Familien zum Schluss. Und ganz Gallien, Frankreich, etwa 100 Familien. Und die anderen Bauern haben schon alle ihr Hab und Gut verloren und waren dann im Prinzip nur noch als Sklave unterwegs gewesen auf fremden Gutshäusern und haben da Fronarbeit geleistet gehabt. Und das ist schon eine heftige Situation, erinnert auch ein bisschen an die heutige Zeit und hat das Land nicht glücklich gemacht. Und wo kommt denn dieser ganze Zins her? Wenn wir uns mal anschauen, der Helmut Kreuz hat das gemacht, in allen Bereichen des täglichen Lebens. Wenn Sie jetzt sagen, naja, aber ich habe ja nicht so viel Schulden oder egal wo, wenn Sie hier einen Raum mieten, dann ist normalerweise Zins mit im Spiel. Wenn Sie ein Auto kaufen, dann wurde die Straße, die Fertigungsstraße mit Zins finanziert. Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, dann hat er da einen Praxisstuhl stehen, der wurde mit Zins finanziert. Wenn Sie Steuern zahlen, dann sind Zinsen im Spiel. Es ist überall. Und der durchschnittliche Zinssatz, den Helmut Kreuz ausgerechnet hat, ist 40%. Das heißt, egal wo Sie sich bewegen, Sie zahlen immer 40% Zins. Jeden Tag. Und das nächste ist dann, das ganze Weltfinanzvolumen sind dann 65 mal die Realwirtschaft hier, 2307,6. Und das ist hier vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Das ist die Quelle, Sie können das nachlesen beim DGB, finden Sie das. Und die Finanzwirtschaft dominiert die Realwirtschaft. Ja, gucken wir uns regionale Währungen an. Es gibt ganz viele Systeme. Wer von Ihnen kennt die regionale Währungen? Mal Hand hoch. Erzähle ich Ihnen ja nichts Neues. Die sind regional tätig, von der EZB geduldet. Wenn Sie darüber lesen, es gibt ja sogar von der Bundesbank ein 72-seitiges Pamphlet darüber. Und die laufen parallel zum Euro und sind halt gut für die regionale Wirtschaft, wie beispielsweise auf Regiogeld. Und hier habe ich mal ein paar zusammengefasst.
Dann gibt es noch ein System, was ich total spannend finde. Hier leider nur in Schweden. Es ist eine Gemeinschaftsbank, die seit 1970 besteht und hat Einlagen von 97 Millionen. Und die macht das so, dass sie keine Zinsen verlangt, sondern wenn sie dort ein Häusle bauen wollen, dann geht das so, dass sie selber Geld ansparen und dann hier weitersparen. Und das Geld, was sie ansparen, wird dann, also wenn sie beispielsweise 200.000 Euro aufnehmen wollten, dann müssten sie hier mit einem normalen Zinssatz 1.500 Euro zahlen. Dort zahlen sie ungefähr nur die Hälfte, weil sie keine Zinsen und keine Zinseszinsen bezahlen. Dann wird der Betrag aber aufgestockt auf das Doppelte. Und diesen halben Betrag, den sie praktisch zu viel sparen, der wird anderen für den Kredit zur Verfügung gestellt. Und das führt dann dazu, wenn sie fertig sind, hat dann der Normale mit seinen 1.500 Euro, die er jeden Monat bezahlt hat, nicht nur die 200.000, sondern 400.000 bezahlt durch einen normalen Zinssatz und Zinseszins und so weiter. Man kennt das ja, dass man sein Haus doppelt bezahlt. Aber bei der Jagdbank zahlen sie nur ganz wenige Gebühren. Deshalb haben die auch nur ganz normale Häuser. Auch das Bürogebäude ist ganz normal und die haben normale Gehälter. Aber wenn sie fertig sind, haben sie als Häuslebauer 200.000 Euro fertig auch noch gespart. Und dann hat er gesagt, nun, die Mehrzahl der Bürger, die wir bisher auf unserer Reise antrafen, erleben sich als Opfer des kapitalistischen Systems und der Parteienherrschaft. Sie bekunden, dass sie keinen direkten Einfluss auf die Form der Gesellschaft haben. Viele sind arbeitslos und ohne Einkommen oder haben Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und dann habe ich nochmal oben geguckt, habe gedacht, ja, das ist wirklich aus Griechenland, weil das ist nämlich deckungsgleich zu dem, was viele hier laut Shell-Studie auch wirklich empfinden in Deutschland. Also ist gar nicht so ein großer Unterschied zwischen Griechenland und Deutschland. Ja, also gut, also ein paar Prozentpunkte im Schuldenstand, okay, aber ansonsten, wir haben ja vorhin diese bunte Karte gesehen, das macht nur sozusagen einen etwas unterschiedlichen Bräunungsgrad. Kein Wunder, ja, im Mittelmeerraum, da ist man schnell braun. Bei uns geht das langsamer. Ja, und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lustig an, ist es aber nicht. Denn wir sind bei einem Thema, das die oberen 10.000, nicht bloß in Deutschland, sondern überall in der Welt, in den letzten Jahren das Mark in den Knochen gefrieren hat lassen. Wir sind bei einem ganz wichtigen Thema, wenn wir hier über das Geldwesen sprechen. Denn es zeichnet sich ab, dass das bestehende Geldsystem sowohl in Euro als auch in Dollar kaum noch zu halten ist. Das sagen die natürlich nicht. Im Gegenteil, jetzt ist so ein Land wie Griechenland da in der Bredouille und dann wird natürlich anschließend die Bundesregierung hinstehen und sagen, ja, wir haben jetzt mit anderen Ländern in der EU etwas ausbaldowert, wir werden das schon retten. Ja. Die sagen zum Beispiel auch, ja, dieses Jahr haben wir eine etwas höhere Verschuldung, ja, 87 Milliarden oder sowas waren geplant, waren es nur 80 Milliarden. Ja, aber danach werden wir das schon wieder zurückschrauben. Das höre ich immer wieder, ja, immer wieder. Der Witz ist, das lebt alles davon, dass wir miteinander was vereinbaren. Dass wir es akzeptieren, davon lebt es. Dass es eine Behörde gibt, die sagt, ja, wir geben Geld aus, das heißt Euro, seit ein paar Jahren heißt es Euro, vorher heißt es D-Mark. In den USA gibt es eine vermeintliche Behörde, die keine ist, wie wir wissen, die FED, die gibt Dollars aus. Und wir akzeptieren das alle als Zahlungsmittel. Es ist wie so eine unsichtbare Hand, wir haben das miteinander vereinbart. Und wenn man sowas miteinander vereinbart hat, so Regeln, dann ist man eigentlich im Rechtsraum. Man hat also wirklich sozusagen eine rechtliche Vereinbarung miteinander getroffen. Die ist zwar nicht formuliert, aber wir machen das alles so. Und die Wirtschaft, wie wir vorhin gesehen haben, die geht dabei plötzlich auch verloren. Da ist die Verbindung unter Umständen gar nicht mehr da. Die Realwirtschaft ist so klein und der Finanzmarkt ist so riesig groß. Das heißt, das wird sich nur dann in Positives verändern, wenn mehr Leute aktiv werden, wenn mehr Leute sich engagieren. Man kann sich natürlich ganz unterschiedlich engagieren. Aber es ist wichtig, dass man irgendetwas tut. Die erste Stufe dazu ist, dass man sich überhaupt mal eine Meinung bildet, das Bewusstsein geschaffen wird. Deswegen machen wir solche Veranstaltungen. Das zweite ist, dass man die auch irgendwie mal äußert. Das Einfachste, wie man das heute äußern kann, ist übers Internet.